Genau, also ich bin Steven Kovats. Ich bin von den Rogue Agency for Open Culture and Critical Transformation. Das ist eine gemeinnützige GmbH hier in Berlin. Wir kümmern uns um sogenannte Open Systems in alle möglichen Bereiche, auch in Urbanismus, hauptsächlich in Postkonfliktländer. Wir kämpfen eigentlich für den Schutz zum Beispiel von öffentlichen Räumen, vor allem in Orte, wo es gibt immer weniger öffentlichen Raum. Also wie können wir halt schaffen, dass wir uns frei bewegen können, dass es auch weniger Surveillance gibt und dass vor allem nicht die Leute sozusagen in die Straße gedrängt werden. Ja, das ist halt auch in Berlin ein bisschen ein Thema. Wir kämpfen für sowas, auch im theoretischen Sinn. Also wir versuchen halt Theorien von Open Source Movements auf Urbanismus zu übertragen. Und das bedeutet halt zum Beispiel eine bessere Art von Austausch von Informationen, Wissenstransfer. Wir sind daran interessiert, alle Meinungen, die zu einem Thema von Urbanismus auf dem Tisch sind, in Betracht zu nehmen. Also das heißt nicht unbedingt nur die von den Experten, aber auch von Bewohnern und Einwohnern und so weiter. Und das geht in sehr viele unterschiedliche Bereiche so. Und dass wir wollen halt abschaffen, die Grenzen, die es gibt, sehr oft zwischen Projekten oder Maßnahmen. Und was ich damit meine, ist, dass wenn zum Beispiel eine Umsetzung oder ein Forschungsprojekt vor allem mit öffentlichen Geldern gemacht wird, nach dem Ende von dem Projekt wird diese Sachen im Schubladen sozusagen weggesteckt werden. Wir wollen diese Schubladen auflassen, sodass da halt Wissen aus unterschiedlichen Bereichen für neu entstehenden Ideen und Projekten umgesetzt werden können.